Ich möchte jetzt einmal zeichnen, wie man isometrisches Papier erstellt in Word. Und dazu habe ich einmal hier eine kleine Berechnung angestellt. Bei der Isometrie ist es so, dass wir hier einen Würfel haben und wir haben überall immer die Kantenlänge 1. Das kriegen wir mit unserem normalen Karo-Papier nicht hin. Und deswegen habe ich einmal hier dieses Viereck nochmal aufgeteilt, hier in kleine Dreiecke, um zu sehen, wie lang ist diese Seite X hier, damit ich dann mein Raster entsprechend anpassen kann. Und hier haben wir den Winkel 60 Grad und das ein rechtwinkliges Dreieck ist, können wir dann hier mit dem Sinus arbeiten, gegen Kathete durch Hypotenuse, und dann kann ich nach X umstellen und dann habe ich Sinus 60 Grad und das ist 0,866 Punkt, Punkt, Punkt. Das habe ich hier für meinen Raster nochmal durch zwei geteilt, weil ich dann eine feinere Einheit habe. Dann benutze ich dann später 0,43 als Wert. Ist ein bisschen gerundet, aber das, glaube ich, ist in Ordnung hier. Das heißt, ich stelle jetzt zunächst einmal gleich meinen Raster ein. Vorher möchte ich noch kurz einmal ein Symbol hinzufügen. Unter alle Befehle finde ich dann einmal die Freihandform und dazu werde ich gleich noch ein bisschen was sagen und das einmal kurz demonstrieren. Wenn ich F eintippe, dann sollte hier irgendwo die Freihandform sein. Weiter unten Freihand. Freihandform. Da ist sie. Doppelpunkt Form. Das füge ich jetzt hinzu. Und dann werde ich das hier oben nochmal ein bisschen weiter anordnen und hinter den Bogen packen. So, im Moment habe ich ein Word-Dokument, ein .docx-Format geöffnet. Und wenn ich jetzt erstmal meine Gitternetzlinien anzeige, dann kann ich hier zeichnen, indem ich einen Punkt setze, klicke und dann nochmal klicke. Hier orientiert sich das jetzt nicht am Raster. Das ist ein bisschen schade. Da hat Word in der neuesten Version ein bisschen was abgeändert. In der alten Version im einfachen Doc-Format, nicht im Docx-Format, da ging das, dass man sich dann an den Rasterpunkten orientieren konnte. Das brauche ich auch gleich, deswegen werde ich gleich ein anderes Format wählen hier, nämlich das .doc, also für Word 2003. Und auch weil da das Raster ein bisschen besser arbeitet. Beim Karo-Papier hat man es ja gesehen, da verspringt das manchmal ein bisschen. Und im alten Format ist das nicht so fehleranfällig. Deswegen arbeite ich da immer ganz gerne mit. Man kann das dann wieder zurück umwandeln oder einfach kopieren und dann in DocX-Format dann reinkopieren und reinsetzen und damit dann weiterarbeiten. Zunächst einmal dann speichere ich das unter. Ich speichere das erstmal bei mir auf dem Desktop und dann nenne ich das einfach mal ISO. Und hier ganz wichtig, dann wähle ich dieses Format, Word 97 bis 2003 und speichere das. Dann müsste vielleicht gleich noch ein kleiner Hinweis kommen. Hakt da hier ein wenig. So, jetzt hat es geklappt, hoffentlich. Genau. Jetzt ist das in diesem Kompatibilitätsmodus. Und jetzt kann ich nochmal zeigen hier, wenn ich dann mit dieser Form arbeite, dann springt er immer. Hier sehe ich das. Zack, immer um 0,25. Gut, dann kann ich einmal loslegen und mir einmal mein Raster ein wenig abändern. Und zwar wähle ich jetzt hier 0,43, das, was ich eben in der Berechnung gezeigt habe.
Und dann hier lasse ich 0,25 und dann lasse ich aber jeden einzelnen Rasterpunkt anzeigen. Und dann sieht das so aus. Mal gucken. Genau, jetzt springt das auch wieder ganz normal, ganz gewohnt. Das ist ein bisschen genauer in diesem alten Format. Und dann zoome ich hier mal ein bisschen rein und fange als erstes an und wähle oder zeige einmal die einfache Version, wie ich so ein isometrisches Papier zeichnen kann. Dazu nehme ich einmal hier meine Freihandform und dann zeichne ich, ups, das war falsch, zeichne ich einmal hier so ein Karo. Immer klicken. Wenn ich mich mal vertippe, das ist auch ganz gut zu wissen, und hier hin drücke, dann kann ich mit der Entferntaste den letzten Punkt immer noch dann löschen und dann hier weiter klicken. Und dann, wenn ich auf den Anfangspunkt klicke, dann ist jetzt die Figur gezeichnet. Und dann zeichne ich noch einmal hier eine Linie und hier noch eine Linie und schon bin ich fertig. Das sind immer 1 Zentimeter und jetzt ist diese Seite auch 1 Zentimeter lang. Und jetzt kopiere ich das Ganze und ändere noch die Farbe ein bisschen. Das kann ich jetzt im Moment hier nicht machen. Gucken, ob ich hier die Konturfarbe ändern kann. Im Moment nicht. Dann gehe ich auf Autoform formatieren. Und da kann ich dann hier die Farbe ändern, dieses Grau. Das will ich bei den anderen auch haben. Gehe ich nochmal Autoform formatieren. So, in das Grau. Jetzt ist alles grau. Und dann kann ich einmal hier weiter fortfahren und dann meine erste Reihe zeichnen. Und das Gesamte jetzt gruppieren und dann so fortfahren. Und wenn ich jetzt einmal das Gitter jetzt ausblende, dann sehe ich hier mein isometrisches Papier. Ich kann jetzt auch schon mal einmal einen Würfel zeichnen, den ich dann später da benutze. Da zeichne ich dann einmal hier wieder mit dieser Form den Würfel und dann hier noch einmal die andere Seite und dann noch oben die Deckfläche. Und kann das jetzt einfärben. Dann nehme ich mal ein dunkleres Grau und hier nehme ich dann mal ein helleres Grau. Wenn ich hier die Konturfarben ändern will, dann geht das hier rüber nicht. Das ist anscheinend so, dass hier das alte Format dann sozusagen im neuen Word darüber nicht angesteuert werden kann. Aber mit Rechtsklick kann ich dann auch hier dann immer noch die Linienfarbe verändern. Dann gruppiere ich mir das Ganze. Und kann jetzt hier einmal die Gitternetzlinie ausblenden und dann könnte ich zum Beispiel hier mit Arbeitsbögen erstellen. Duplizieren kann ich dann hier mehrere Würfel erstellen und dann solche Würfelbauten auf meinem Arbeitsbogen zeichnen. Die andere Form ist mit diesem Punktgitter, das ist ein wenig schwieriger. Aber das möchte ich auch noch mal einmal zeigen. Und zwar gehe ich jetzt, lasse ich meine Gitternetzlinie anzeigen und zoome hier ein wenig rein. Und jetzt benutze ich einmal ein
Quadrat, ein Rechteck in der Form und dann noch ein weiteres in der Form. Und dann zeichne ich einmal ein Kreis und ändere hier die Maße auf 0,05. Und dann ändere ich auch hier einmal die Konturfarbe, dieses Grau. Und die Füllung auch auf dieses Grau. Da muss man mal ein bisschen experimentieren, was vom Drucker am besten gedruckt wird, sodass man das dann so leicht sichtbar hat. Und dann setze ich diesen Punkt einmal hier vorne hin und ich will ihn genau auf ein Kreuz haben. Das heißt, ich zoome hier ran und jetzt kann ich mit der STRG-Taste und den Pfeiltasten das ein wenig dann hier hin manövrieren. Und jetzt nehme ich diesen Punkt, dupliziere ihn hier oben hin. Ich sehe gerade hier, habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Das soll nur 1 cm hoch sein, also 4 Kästchen. Und jetzt kann ich auch das hier dann hier hin manövrieren. Und dann möchte ich gerne, dass dieses Kästchen im Hintergrund ist und dieses Kästchen im Hintergrund. Hier sage ich dann von der Konturfarbe, das soll weiß sein. Das kann ich dann auch hier anwenden, wenn ich hier den Pinsel nehme und das auf diese Figur übertrage. Und jetzt habe ich hier dann sozusagen mein Punktraster, was ich dann vervielfältigen kann. Das Ganze gruppiere ich jetzt einmal und fange hier an. Und dann ziehe ich das hier rüber. Dupliziere mit der STRG-Taste. Ein bisschen rauszoomen, das Ganze hier nehmen und hierhin duplizieren. Jetzt brauche ich vielleicht noch mal eine Figur weiter hier. Und dann kann ich das Gesamte hier auch wieder gruppieren und dann nach unten duplizieren. Und schon sehe ich, dann habe ich dieses Punktraster, was ich dann gut als Arbeitsbögen ausdrucken kann. Und auch hier kann ich jetzt einmal meinen Würfel nehmen. Der Vorteil ist, jetzt kann ich das eigentlich auch auf diese Punkte dann manövrieren, wenn der Würfel dann im Vordergrund ist. Muss ich hier darauf achten, in den Vordergrund schieben und dann kann ich hier den nächsten einfach duplizieren und hier hinsetzen und dann ganz leicht und ganz schnell auch hier Arbeitsbögen erstellen. Aber auch in diesem alten Word scheint es ein paar Bugs zu geben, der arbeitet dann nicht ganz genau, aber das kann ich dann mit der STRG-Taste und den Pfeiltasten dann irgendwie umgehen und dann genau arbeiten. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.